Welcome. Herzlich willkommen. Ihr hört die deutsche Übersetzung des Vortrags Internet Cute auf dem 32. Chaos Communication Congress. Viel Spaß dabei. Die beiden Leute waren am 30C3 auch schon hier und haben uns dazu eingeladen, einen eigenen Internet Service Provider zu erstellen. Und diesmal haben sie etwas zu erzählen über den Internet Cube, eine kleine Kiste, die den ISP daran hindert, euer Netzwerk mitzuschnippen. Die Bühne gehört euch. Viel Spaß. Hello everyone. Hallo zusammen. Wir wollen über den Internetwürfel sprechen. Das ist diese kleine Kiste hier. Vielleicht habt ihr ja schon von diesem Projekt gehört über den französischen Namen La Brique Internet, aber heute sagen wir Internet Cube. Lasst uns mit ein paar Fakten anfangen. Heute haben wir ein Internet aus großen Silos und wir fühlten uns nicht damit wohl und wollten das ändern. Wir geben viele Informationen an viele Firmen, Entitäten und Regierungen und die haben damit einfach viel Power, uns zu beeinflussen, viel Macht über uns. Und wir wollten eigentlich Prinzessin Freiheit helfen und dem bösen Ganondorf entgegenstehen. Google, Amazon, Netflix, Apple, Microsoft, Dropbox. Die Bösen eben. OnClick, DoubleClick, .google, und so weiter. Reddit und Facebook. Das jedenfalls auf jeden Fall. Fakt Nummer zwei. Internet braucht Vielfältigkeit. As Claude said, die Information ist irgendwie zentralisiert in großen Silos, aber auch die öffentliche Information. Was ist denn eigentlich deine Freiheit, wenn die einzigen Informationen, die du bekommen kannst, von den Top 100 Netzwerkseiten kommen? Wir brauchen mehr Netzwerke, wir brauchen mehr Netzwerkseiten, mehr Quellen, mehr Vielfalt, mehr Netzwerke. Ja, zum Glück haben wir eine Verbindung, um die Prinzessin zu retten. Er wirkt ein bisschen traurig mit nur einem Schild und er muss eben ein kleines Artefakt finden, und zwar diesen alten Mann in dieser Höhle finden. Vielleicht findet er ja einen Internet Cube. Okay. Wir haben einen hier und ohne groß drum herum zu reden, wollen wir eine kleine Demonstration machen, wie das hier funktioniert. Wir haben einfach kurz vor der Konferenz die Kiste eingestöpselt und jetzt lass uns mal gucken, wie es geht. Wir tippen jetzt einfach mal meine Domain ein, eine sehr übliche. Und yay, es funktioniert. This is where it works. Das ist, wenn es funktioniert, ein Gerät wie dieses hier. Das Einzige, was ich getan habe, ist, meine unfassbar coole Webseite darauf zu haben. Aber ich kann auch meine E-Mails damit empfangen, hoffentlich. Du kannst mir also eine E-Mail ja, okay. Es gibt noch kein Let's Encrypt, was hier mit eingebunden ist. Es ist momentan noch selbst zertifiziert, aber das regeln wir schon noch. Keine Angst. Okay. You really accepted permanently? Du hast es wirklich dauerhaft akzeptiert? Ja, habe ich. Es läuft über die 4G-Verbindung. Das Netzwerk ist ein bisschen. Ja, wir wollen uns nicht Spoofing aussetzen. Jetzt werde ich versuchen, meine E-Mails zu empfangen.
bitte beweg dich mal nicht so viel, hier wird gearbeitet. Ja. Please 4G. Bitte 4G. Oh, da ist etwas. Sorry, the packets are going through Europe. Tut mir leid, das geht jetzt hier gerade alles durch Europa und Belgien. Andere Länder, Frankreich natürlich. Das liegt daran, dass mein GPS die Geschwindigkeit drosselt. Nein? Yeah, maybe we won't have emails. Vielleicht haben wir jetzt auch einfach keine E-Mails, aber meine Website. Ah, vielleicht doch. Sorry about that. Tut mir sehr leid. Okay. Na bitte. Can you remember the password? Kannst du dein Passwort, kannst du dich an dein Passwort erinnern? Ja, ja. Ein sehr, sehr starkes Passwort. Ja. Ja. Hat jemand was Lustiges zu sagen? Ja. Nach dem Talk von gestern, nein. So, how are you today? Also, wie geht's Ihnen heute? Alles klar? Ja, also wir haben das Ding jetzt angesteckt bis jetzt und ja, das 4G-Telefon eingesteckt direkt in die, also das Ding, also das USB, über USB direkt an den Cube angesteckt. Der hat jetzt das Gerät als Internetgerät erkannt, das USB-Gerät, also das Telefon, und hat automatisch sich zum Internet verbunden. Das ist ziemlich Plug and Play, also einstöpseln und geht. Und ja, warum haben wir überhaupt, warum benutzen wir überhaupt 3G oder 4G? Also hier am Kongress haben ein paar Leute versucht, DNS-Spoofing zu machen und SSL-Zertifikate und so weiter. Und darum benutzen wir jetzt das 3G oder 4G-Netz, wenn es dann geht. But it was working earlier. Also, es hat vorher mal funktioniert. Okay, maybe okay. Was, ja, versucht das mal nicht zu Hause, es könnte gefährlich sein. Also, ja, also E-Mails mit einem 3G-Gerät abrufen, das kann auch falsch gehen, also probiert, macht das bitte nicht zu Hause nach. Okay, die Frage ist, wie funktioniert das Ding, wenn es funktioniert? Also wie funktioniert es? Das ist eine interessante Frage. Ja, also dies ist eine kleine Box und das Interessante daran ist, dass es eine Vereinigung von drei großen Hauptbestandteilen. Die kommen zusammen und ergeben etwas sehr interessant ist. Das erste, das Ding ist Open Hardware. Wir mussten das, also wir wollten das, weil sie, dass das billig ist und hackbar und die Spezifikation online ist. Und das bisher Beste, das wir gefunden haben, ist dieses Olimex. Also das ist eben offene Hardware, das ist ein Element und natürlich muss darauf jetzt auch offene Software laufen und auch daran sind wir seit einiger Zeit am Arbeiten. Also wir arbeiten mit YouKnowHost, das ist eine Debian-basierte Distribution. Das Ziel davon ist, dass sie die Installation und Management und so weiter vereinfacht von Diensten, vereinfachtes User-Management, Benutzer-Management, Domain und so weiter, ja, Anwendungen und so weiter. Also das ist der Software-Teil. Mehr Informationen findet ihr eben auf whyyouknowhost.org und ja, das sind die zwei Komponenten, coole Hardware, offene Hardware und eben offene Software. Manufacturer.
und ja, einen coolen Hersteller, coolen Hardwarehersteller und eben diese Software. Und jetzt brauchen wir noch irgendwas, um das Netzwerkproblem zu beheben. Ja, wenn du selber Hosting machst, ja, wie, also die Frage ist halt, wie kann ich meinen Server offen machen im Internet? Und wir haben uns entschlossen, dass wir dem Ganzen jetzt noch eine VPN-Verbindung hinzufügen zu einem vertrauenswürdigen Provider. Letztes Mal beim Kongress am 30. haben wir euch eingeladen, selber ISPs zu erstellen und ja, eigene Netzwerke zu machen und dass ihr einander hilft, dass die immer größer werden und dass die überall verfügbar sind, zum Beispiel Freifunk und so weiter, das sehr gut funktioniert. Und dann damals haben wir ein Tool vorgestellt, das heißt db.ffdn.org, und das, da findet ihr halt sehr viele Non-Profit-Internet-Provider, mit denen ihr über diesen Cube, über VPN euch dann verbinden könnt. Und die, ja, und so gehen eure Daten halt durch eine vertrauenswürdige Verbindung mit freundlichen ISPs. Und das ist halt bei vielen anderen ISPs nicht möglich, die zum Beispiel Port 25 blockieren oder andere ja, böse Sachen machen. Und ja, jetzt wollen wir noch Self-Hosting, also selber etwas hosten. Das fehlt den meisten Projekten in dieser Art. Wie können wir der Hardware vertrauen, der Software vertrauen? Und was uns jetzt noch fehlt, ist, dass eben die Verbindung zum Internet. Zusammen kombiniert ergeben diese drei Elemente etwas, dass wir wie die Holy Trinity, Heilige Dreifaltigkeit, den Internet Cube. Und das Ding kommt jetzt als ein Plug-and-Play-Gerät daher. Obwohl es manchmal etwas langsam ist, ist es halt Plug-and-Play, kommt aufs Netzwerk drauf an. Und ja, die Frage, ja, ist ein ISP effektiv freundlich oder nicht gegenüber uns gut gesinnt, ist halt schwierig zu beantworten. Aber diese drei Dinge, die machen Cube halt Plug-and-Play. Ja, wir haben jetzt da dran Wi-Fi und so weiter. Ah, unser schönes, neutrales Wi-Fi könnt ihr erst weiterleiten und benutzen. Also es macht einen Access Point, der Cube macht einen Access Point, und nun habt ihr ein nicht diskriminierendes Netzwerk, zum Beispiel für alle eure Geräte zu Hause und ja, alle, die Wi-Fi haben und so weiter. Also ja, wir haben diese Möglichkeit, um eben einen Access Point selber zur Verfügung zu stellen. Und ja, damit die Provider halt nicht alles mithören und ja, nicht alles mitlesen können und euren eigenen Server laufen lassen könnt. Das ist der interessante Teil daran, ist, man hat zwei wichtige Teile und man kann mit dem Cube einfach von überall ins Internet. Vertraulichen Kanal. Also das ist, was wir bisher erreicht haben, aber da gibt es natürlich noch viele, viele, viele andere Dinge, die wir machen können. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann man einen bekommen, also einen funktionierenden natürlich. Es ist sehr einfach für französische oder belgische Leute. Es gibt Non-Profit ISPs, die diese Würfel verbreiten. Der lokale Teil ist halt sehr wichtig dabei. Worüber ihr nachdenken solltet, ist, eure eigenen ISPs damit anzusprechen. Und die Dokumentation der Software und alles ist online, und wir laden jeden ein,
seine eigenen zu bauen, eure eigenen IPs, eure eigenen Boxen für euch, eure Freunde, eure Leute um euch. Fragt uns, wir können euch helfen. Das ist, was wir wollen. Mehr Projekte wie dieses. Was wir oft irgendwie falsch einschätzen, ist, es ist nicht ganz so schwer, wie man das sich vorstellt, einen eigenen ISP zu machen. Wir haben es oft gemacht mittlerweile in Frankreich. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Mitglieder in der Gruppierung, in der Gruppe von Non-Profit-Providern. Und wir sind jetzt, glaube ich, 28 Non-Profit-Organisationen, die wir mit der Hilfe unserer Freunde gemacht haben. Und also wir haben da Erfahrungen und wir können euch helfen. Wir haben da genug Wissen angehäuft, um euch zu helfen. Eine Sache, bevor wir den Internetwürfel gemacht haben, waren wir nicht so sehr interessiert daran, VPN-Services anzubieten. Es kam einfach irgendwie über mit den Hardware-Projekten, mit den Leuten, die in den Non-Profit-ISPs mit dabei waren. Und diese ganze Kombination hat zu etwas wirklich sehr Inspirierendes geführt. Und die Kombination von vielen Hacks und vielen interessanten Leuten hat dazu geführt, ja, das ist ungefähr so wie ein Raspberry Pi. Es hat irgendwie einfach unfassbar viel Potenzial. Man kann Pirate Boxes damit machen, das haben wir schon ganz oft gemacht. Also, man kann damit Dokumente teilen. In Tunesien haben wir das auch gemacht, ein paar Mal. Das Ding ist, die Sache ist, man kann Pirate Boxes bauen, man kann als Router, als Wi-Fi-Router, eine Art Tor-Gateway, kann man sich vorstellen, einen Verkehr anstatt durch VPN, durch Tor zu routen. Es gab Leute, die haben das benutzt, um es als Radio-Stream zu benutzen. Es hat auch einen Batteriestecker. Also man kann es mit einem Solarpanel laden, es ist aus dem Rucksack irgendwie. Es gibt einfach viele interessante Fakten. Es geht um Tinkering und wir hoffen, dass ihr kreative, andere verrückte Ideen entwickelt und also das hier ist übrigens eine Domain, falls ihr es herausgefunden habt. Da gibt es alle Dokumentationen, IRC, Mailingliste, alles. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann sprecht uns an. Für uns passt es in unsere Anwendungsfälle, aber vielleicht gibt es ja auch andere Anwendungsfälle, zum Beispiel wenn ihr in Tunesien seid, andere Länder, andere Anwendungsfälle. Ja, wenn ihr uns ansprechen wollt, wir sind hier auf dem C3 bis zum Ende. Jetzt können wir eure Fragen beantworten oder wir gucken auf meine Witze. Ja, okay, Fragen. Okay. Merci beaucoup, Tassidon et Claude. Danke vielmals, Tassidon und Claude. Haben wir Fragen von den Stream-Zuschauern oder aus dem Publikum? Das scheint nicht der Fall zu sein. In dem Fall vielen Dank für Ihren Vortrag. Ja, ihr habt... Okay, there is a question. Ah, es gibt doch eine Frage am Mikrofon 3. Thank you for the talk. Danke vielmals für den Vortrag. Ich habe nicht viel Wissen über eure Technologien und so weiter. Also vielleicht ist die Frage etwas fehlplatziert. Wie
ist das Ganze zu verstehen im Vergleich zum Tor-Netzwerk, zum Beispiel mit anonymisiertem Zugriff? Man kann das nicht mit dem Tor-Netzwerk vergleichen, aber wenn es um Anonymität geht, also es macht dich nicht anonym, sondern im Gegenteil, das Einzige, was diese Box machen kann, ist, wenn man sich mit ihr verbindet, in Wi-Fi, in deinem Haus, alles, was du machst in deiner Connection, kann nicht mehr von einem kommerziellen ISP mitgelesen werden. Deine Verbindung kann für deine lokale, freundliche Organisation gelesen werden. Also dann muss man trotzdem über die End-to-End-Verbindungen sich Sorgen machen. Ja, genau. So, ich sehe das Mikrofon 2. Hallo. Kann es auch E-Mails zu Gmail senden oder nur in eurem Netzwerk? Oder wie funktioniert das? Weil häufig werden ja ISPs zu Hause häufig gefiltert bei großen Providern. Man braucht eine IP, die sie schon kennen und so weiter. Ja, die lokale ISP gibt dir eine IP-Adresse für diese Box. Und diese Box kann definitiv E-Mails zu Gmail senden. Wir haben davon E-Mails von Gmails erhalten. Es ist verbunden mit deiner, also verknüpft mit deiner Domain. Und das ist dann eine Art Standard-Domain, mit der du auch E-Mails empfangen kannst. Dein Nickname, deine Domain. Mikrofon 4 bitte. Hallo. Ich bin von Tunesien und ja, es interessiert mich, was ihr dort gemacht habt. In der Revolution, ich habe es nicht ganz verstanden, habt ihr mit Mesh-Networken gearbeitet? Wurde mit Mesh-Networken gearbeitet? War das von euch? Nein, das waren nicht wir. Wir haben kein Mesh-Netzwerk gemacht, aber das kann man sich vorstellen mit diesen Art von Geräten. Wir haben das aber nicht in Tunesien gemacht. Wir haben nur diese Geräte als Pirate Box zur Verfügung gestellt, um Dokumente zu verteilen. Das war alles. Okay, danke. Ich sehe niemand mehr an den Mikrofonen. Ist das korrekt? Okay, dann danke ich nochmals.